Ja, ich wurde am Schluss des Krieges doch mal schwer verwundet. Ich war kurze Zeit verschüttet und durch eine britische Fliegerbombe und war dann 2 Tage bewusstlos. Und den 8. Mai erlebte ich an einem Behelfslazarett in britischer Gefangenschaft. Und da gab es also nur wenige, die sich freuten, wie ich, sondern manche waren gleichgültig, bestenfalls der Krieg ist zu Ende. Ja? Aber was kommt jetzt auf uns zu? Ja? Und manche, vor allem also junge Offiziere, die da im Lazarett mit mir lagen, die waren natürlich also ausgesprochen feindlich dem gegenübergestellt, so ungefähr, jetzt muss es weitergehen, wir müssen weiterkämpfen. Ja? Die haben ja dann auch einige von ihnen im sogenannten Werwolf eine Rolle gespielt, also als Leiter von jungen Leuten, die sich gegen die Besatzer zur Wehr setzten. Aber das währte nicht sehr lange, das brach sehr bald zusammen.